Ja, wir freuen uns sehr, hier in Wien zu sein. Wir sind heute hier angekommen aus Berlin, Schweizer, die in Berlin leben, wie gesagt. Und wir bereiten hier die Ausstellung Nicht alles tun vor, die in der IG Bildenden Kunst läuft. Das World Wide Web wird auf der technischen Beschreibung als Wolke dargestellt. Es erscheint uns als virtueller Freiraum, in dem wir alles sagen, alles sehen und uns selbst ungehindert darstellen können. Die ganze Welt partizipiert daran, ist verbunden und tauscht sich frei über alles aus. Die ganze Welt? Gibt es nicht die Rankings, Ratings, Redirects, Zensur? Also, was hat das also auf sich mit diesem World Wide Web? Wenn es beschränkt ist, wenn wir eingeschränkt werden, wie können wir etwas erfahren über die eingeschränkte Sicht, der wir unterliegen? Wie können wir selbst sprechen, uns ausdrücken, uns selbst vorstellen und uns selbst darstellen, wenn Schranken da sind, Schranken in unserer Ansicht, in unserer Sprache, in unserer Ausdrucksfähigkeit und der Reichweite unserer Worte? Wie können wir über den eigenen Horizont hinausschauen? Wir interessieren uns, wie wir über die eigenen Beschränkungen und Grenzen reflektieren können. Die Mauerspechte, Specht auf Lateinisch heißt Picidae, wurden für uns zum Namensgeber des Projekts, das einen Blick in andere Bereiche des Internets freigibt. Im digitalen Datenaustausch werden an verschiedenen Orten Wortfilter eingesetzt. Doch das hat Tücken. Mit der Verbannung der rechtsradikalen Propaganda-Website Stormfront verschwand auch ein gleichnamiges Videogame und ein Album von Billy Joel, das ebenfalls Stormfront heißt. Was wir hier sehen, da war man sexuellen Inhalten auf der Spur und hat eine Seite mit dem Namen Bass Experts gelöscht, weil da das Wort Sex drin vorkommt. Bass heißt allerdings Barsch und die Experten waren die Profi-Angler und ihre Seite wurde dann eben auf den Index gesetzt. Filterung ist nicht nur richtig oder falsch, sondern es durchdringt unsere Selbstvorstellung, unsere Sprache, unsere Ideen, weil sie nicht sichtbar, nicht diskutierbar wird. Sie fällt der Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, auszutauschen und darzustellen in den Rücken, generiert Tabuzonen und Auslassungen. Wortfilter greifen am Arbeitsplatz, im Firmennetz, in den Suchmaschinen, sie greifen auf die URLs oder auf bestimmte Inhalte. Manchmal ist Zensur als Verbindungsproblem getarnt, manchmal wird sie erläutert. Wir geben uns auf die Reise an die Ränder unserer Betrachtung und suchen nach den Spuren blinder Flecken. Wir sind bildende Künstler, arbeiten mit Bildern und benutzen auch für Picidae Bilder. Die Bilder können Wortfilter unterwandern und erlauben uns, eine andere Sicht auf das Internet zu gewinnen und spezifische Zugänge zu vergleichen, ohne dass Redirects und Filter greifen. Wir setzten den ersten Picky-Server in der Schweiz auf und machten uns auf die absurdeste Reise, die man begehen kann. Wir reisten an das andere Ende des Internets, um da das zu tun, was wir schon zu Hause taten, um zu surfen. Im Selbstversuch testeten wir nicht nur das System des Firewalls, sondern interessierten uns auch sehr, wie die Menschen da das Internet nutzen. Für viele Chinesen ist das Internetcafé der einzige Webzugang. Im chinesischen Wangbass, das heißt Internetcafé auf Chinesisch, Wang steht für Netz und Bar für Bar, weil die Chinesen keinen Kaffee trinken, muss man sich ausweisen und wird kontrolliert. Für die Chinesen ist das Surfen in zensierten Web selbstverständlich. Sie werden nicht nach unterdrückten Inhalten suchen, wie dem Tiananmen-Massaker. Sie wissen, dass das gelöscht ist. Aber sie haben auch die Beschränkungen der Zensur längst verinnerlicht. Hier die zensierte Webseite von Wikipedia. Die Anzeige ist ein Timeout, ein Verbindungsfehler. Die chinesische Regierung bestreitet die Zensur und verweist auf die Verbindungsfehler. Deshalb ist der Zugriff auf Wikipedia in China nicht verboten, aber technisch leider nie möglich. Und so sieht es aus, wenn man unsere Seite Picidae aufruft. Hier auch in einem chinesischen Internetcafé gescreenshottet. Das Eingabefeld dient dazu, eine URL, also eine vollständige Internetadresse anzugeben. Sie wird dann kodiert und an den Server gesandt.
Und hier sieht man das Ganze schematisch. Also es geht aus China raus, durch diese chinesische Firewall, durchs Internet. Der Picky-Server hier in der Schweiz ruft jetzt die Webseite auf, erstellt ein Bild davon und schickt das wieder zurück. Und weil es jetzt ein Bild ist, ist der Text so quasi kodiert als Bild und es kommt wieder rein nach China. Und so sieht dann die Wikipedia-Seite aus. Also wenn man sie natürlich im Browser gerendert sieht, sind da keine Unterschiede sichtbar, außer dass das jetzt auf einem Mac gerendert wurde und hier in einem Windows-Browser dargestellt ist. Und wenn man das Bild dann rauszieht von dieser Seite, also hier rechts sieht man das, ist es ein Screenshot von der ganzen Seite. Und auch die Link, die sind wieder auf das Bild gesetzt. Das heißt, wenn man mit der Maus darüber fährt, dann sieht man, dass das zu einem Händchen wird. Man kann über dieses Bild surfen. Das Ganze sind natürlich nicht richtige Links, sondern nur wieder Referenzen auf das PickyDay-Projekt. Und so kann man innerhalb von PickyDay auf der Webseite surfen. Wir erhalten Feedback aus aller Welt, aus China, Iran, Tunesien, Emiraten, aber auch hier sensibilisiert das Projekt für Zugangsbeschränkungen, Redirects, Rankings, Ratings und Filterung. PickyDay ist ein Open-Source-Projekt, bei dem alle mitentwickeln und mitdiskutieren können. Alle können eigene Server installieren oder auf der eigenen Webseite einen PickyProxy aufbauen. Dadurch entsteht ein chaotisches Netzwerk, das nicht durch einen bestimmten Zugang zu sperren ist, sondern sich überall weiterentwickeln und weiter verbreiten kann. Sie sind alle herzlich eingeladen, die Ausstellung in der IG Bildenden Kunst die nächsten Tage zu besuchen. Morgen Abend ist Eröffnung und wir werden gleich im Anschluss noch mehr darüber hören. Und Sie können mit uns gerne die unterschiedlichen Perspektiven auf ein gar nicht so weltweites Netzwerk untersuchen und eigene Perspektiven und vorhandene Beschränkungen erkunden, um ein neues und anderes Netzwerk des Austauschs zu generieren. Wir danken.